Okay, stopp. Hallo liebe Missen, ich bin's wieder, euer Mio. Und heute habe ich mir Unterstützung geholt von Annika. Hallo. Sie ist Grafikerin und Fotografin. Und letztens haben wir euch ja schon gezeigt, wie wir am besten ausmisten und dann auch die Sachen quasi präsentiert. Jetzt zeigen wir euch, wie wir die am besten online darstellen und in Szene setzen können. Genau, ich freue mich. Was fangen wir jetzt an? Wenn ich die Sachen aussortiert habe, die Looks zusammengestellt habe, wie kann ich die jetzt am besten wo in Szene setzen und präsentieren? Gut, also wir gehen davon aus, dass wir bei uns zu Hause sind, wahrscheinlich. Ja. Das Wichtigste ist ein Zimmer mit viel Licht finden, gutes Licht, das ist eigentlich das Wichtigste. Und entweder man hat so wie wir hier eine Leinwand, muss aber nicht sein, kann auch einfach eine schöne weiße Wand sein. Oder auch ein Fußboden, der irgendwie einfärbig ist, auf keinen Fall irgendwas Buntes. Also ich wollte gerade fragen, jetzt keine Unebenheiten hinten oder crazy bunt, sondern je cleaner, desto besser, je cleaner. Ja genau, einen gut beleuchteten Raum. Beleuchtet vom Tageslicht oder einfach recht kräftiges, warmes Licht, kaltes Licht, was ist da wichtig? Ja, auf keinen Fall ein buntes Licht, also je mehr Tageslicht, desto besser. Mhm. Also ich würde entweder ganz ohne Fremdenlicht arbeiten, mit viel gutem Licht von draußen, oder man hat irgendwie Lampen, die eine schöne Farbe machen, einfach eine schöne Helligkeit machen, aber jetzt keinen Gelbstich, oder würde ich nicht machen. Also, diese Tasche wird hochgeladen. Wie soll man die jetzt hinstellen? Was ist da am besten? Okay. Also ja, das ist schon ganz gut. Also ich finde, wenn man eine Leinwand hat, so wie wir, ja, die am Boden geht und im Hintergrund, dann kann man es gut aufstellen und einfach von frontal fotografieren. Das ist jetzt natürlich praktisch, weil du schießt von frontal, das heißt, der weiße Hintergrund ist hinten, aber wenn wir es von oben fotografieren wollen würden, dann haben wir ja keinen weißen Hintergrund zu Hause. Was hast du da für einen Tipp? Naja, man kann einfach ins Papierwarengeschäft gehen und zum Beispiel so einen großen Bogen Karton kaufen. Mhm. Das reicht ja in den meisten Fällen, wir haben jetzt nichts Riesiges. Mhm. Und dann kann man das einfach am Boden legen und trotzdem von oben fotografieren. Ah, okay. Genau, so würde ich es machen. Ich fotografiere auch immer gern von einmal hoch, einmal Querformat, damit ich es dann einfach besser zuschneiden kann. Ketten, würde ich die hängen irgendwo oder würdest du die auch auflegen? Zum Beispiel Schmuck? Schmuck würde ich eigentlich auflegen. Ja, auch auflegen. Genau. Oder ich meine, ich habe immer alles gern auf einer Person. Okay. Dann habe ich zum Beispiel dieses Kleid. Mhm. Wenn wir das jetzt liegend hin. Genau, das können wir jetzt hinlegen. Okay. Wichtig ist, ich würde es nicht raffen, ich würde es einfach ganz, ganz schön hinlegen. Ja. Also wirklich, damit man die gesamten Maße schön hat. Genau. So. Das muss man dann jetzt von oben machen oder was man noch machen könnte, ist auf einem Haken zum Beispiel an die Tür hängen, also damit man es hängend hat. Das, okay. Das wäre auch noch oder halt dann mit Model. Was natürlich auch wichtig ist, ist, dass die Klamotten faltenfrei sind. Also vorher steamen, vorher bügeln, weil ein zerknautschtes T-Shirt will niemand haben. Ist es wichtig, dass sie post oder eigentlich nur, dass sie quasi gerade dastehen? Nein, einfach locker dastehen, nichts verdecken. Also ich würde jetzt nicht die Arme verschränkt halten, aber einfach locker und angenehm dastehen. Wichtig ist auch immer von allen Seiten fotografieren, also von vorne, von hinten, unterschiedliche Perspektiven. Kann ich wieder Details fotografieren, wenn wir es nur ein Model haben. Welche könnte irgendwie die, zum Beispiel hier die aufgestrickten Ärmel. Oder wenn man irgendwie sehen will, was es für ein Stoff ist, dann kann man auch nochmal näher hingehen oder die Taschen zeigen. Jeder hat nicht so eine professionelle Kamera wie du. Wie mache ich das am besten? Smartphone. Heutzutage sind die Handys so gut, dass man wirklich einfach, man kann auch da noch immer viel nachbelichten, einstellen. Durch Antippen können wir hier das Licht gut setzen und dann würde ich einfach von unterschiedlichsten Perspektiven, vielleicht auch einmal nur einmal, also nur ein Schuh, dann mit beiden gemeinsam. Genau, also da würde ich auf jeden Fall im normalen Format bleiben, nicht irgendwie im Quadrat, damit wir dann einfach noch mehr Fleisch haben zum Zuschneiden. So, ich zeige dir jetzt noch, wie man Elektrogeräte schön in Szene setzen kann. Zuerst mal habe ich hier ein Putztuch, weil es ist immer gut, wenn keine Flecken drauf sind oder irgendwelche Tapper. Gut. Das kennen wir alle. Da ist wichtig, wenn das Handy funktioniert, also wenn es funktionstüchtige Geräte sind, dann sollte man sie auch einschalten, damit man einfach sieht, dass es funktioniert. Okay. Das kann ich da jetzt mal machen. Und das heißt, wir können auch ein Foto machen, wenn es mit Bildschirm ist, einfach. Um das zu zeigen. Ist es zum Beispiel hilfreich, wenn ich
Fotos von mir hochlade, wo ich die Sachen schon angehabt habe oder die zum Beispiel aufgesetzt gehabt habe? Oder ist das irrelevant? Würde ich jetzt nicht machen, aber was du machen kannst, ist mir helfen beim Fotografieren. Ah, okay. Und sie ja einfach in die Hand nimmst. Ja. Genau, weil dann kann man da vielleicht noch einfach besser zeigen oder halt ein schöneres Bild. Perfekt. Cool. Annika, danke für die super tollen Tipps. Gerne. Und euch wünschen wir viel Spaß beim Nachmachen.